Oh, war das ein fürchterlicher letzter Part. Das kann so definitiv nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass sich das hier relativ schnell bessern wird, ja? Hier haben wir ja nicht mehr so viel Level. Allerdings wird es jetzt auch noch mal einen Ticken schwieriger. Denn es ist ja die 8. Welt. Und die storygemäß letzte Welt. Also können wir nochmal auf was gespannt sein. Magma Schlossgraben. Ah, das finde ich cool. Ja. Der Moment, wenn man einfach nur... Wenn man... Scheiße. Nicht... mein Koopa umbringen. Okay, das... Haben wir jetzt schon mal ordentlich verkackt. Darf ich anmerken, dass die erste Starcoin ziemlich asozial ist? Ja, darf ich? Gut. Die erste Starcoin ist ziemlich asozial. Und wir haben keinen Item, was mir besonders viel weiterhilft. Gut, ich könnte Pi-Eichel nehmen, aber ja, den nehme ich nur im äußersten Notfall. So. Definitiv nicht nochmal darauf springen. Danke. Da oben könnte was sein, andererseits. Da oben wird man sehr leicht von diesen... dann halt nicht. Sehr leicht von diesen Feuerbällen erwischt. Das finde ich jetzt nicht so geil. Dass ich da hinter der Säule stehe, das verwirrt mich komplett. So, da muss man anscheinend rauf schnell, weil der Wandsprung dementsprechend nicht mehr nötig ist. Da oben ist was. Ja, genau, verarsch mich nicht. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich sowieso von der linken Seite raufgegangen wäre, oder? Das kann natürlich sein. Weil da oben ist definitiv fast allein, weil die Blöcke da auch dementsprechend so platziert wurden, ne? Nein, du! Ja, okay. Ja gut. Ist wurscht, ich meine, der Koopa ist auch gleich gestorben. Bei dem ersten Feuerball, also... ist der Tod auch wieder egal. Ja, das zieht noch mal an. Man braucht aber auch Glück, dass der Koopa da überlebt. Okay. Weißt du was? Von mir aus kann ich sterben gehen. Ich habe aber nicht dich gemeint, Luigi. Luigi. Luigi, bring mal Pizza rüber. Damit du irgendwas kannst. Ach, come on, come on. Soll ich hier jetzt schon wieder hängen bleiben? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Ist das jetzt dein fucking Ernst, Luigi? Wie dumm muss man eigentlich sein? Okay. Wir chillen alle. Ist ja erst der 10. Versuch. Ja, es könnte schlimmer sein, ja? Nein, ich nicht. Ja, jetzt kann ich dann wieder nicht drüber und dann stirbt der Koopa gleich wieder. Siehst du, jetzt ist der Koopa wieder weg. Was hätte ich an dieser Stelle machen sollen? Sagt es mir. Say it to me. Dass ich hier bei diesem Koopa die ganze Zeit getroffen werde. Ich könnte schon wieder sowas von ausrasten. Ja, verarsch mich nicht. So. Lässt mich verarschen. Eigentlich verarschen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen?
Wieso hat dieser Scheiß-Cooper die verfickte Starcoin zweimal nicht geholt? Ich hab keinen Bock mehr, also... LOL, der Cooper-Panzer. Wird nicht zerstört? Ist ein bisschen verwirrend für mich. Ich hab Angst. Oh, easy. Okay. Immerhin haben wir etwas. Man könnte zwar bemängeln, dass es nur eine Star... Das ist nur... Star ist schön. Nee, nur... Okay, da kommt man nicht rein. Aber da... Auch nicht. Dann wird da rechts sein. Ja. Okay. Weil es hat schon so verdächtig ausgeschaut. Das ist der Secret Exit. Ja, okay. Und da ist Luigi Easter Egg. Und da steht unten Clear. Dieses Level da vorne. Was normalerweise stehen sollte, weil Level ist Clear oder so. Das ist abgebrochen. Ja, okay. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass da der Secret Exit ist, aber gut. So haben wir immerhin die ersten zwei Starcoins schon mal abgesaved. Da wenigstens irgendein Fortschritt zu sehen, ne? So, du musst jetzt aber nicht sterben, Luigi. Nur weil wir jetzt einen guten Fortschritt haben, ist nicht, dass du jetzt überall sterben sollst. An sich ist das Level, glaube ich, nicht zum Beispiel so schwer, aber... Die ganzen Starcoins und so. Bringt die einfach auf. Okay. Was wollen die jetzt von mir? Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Alles klar. Einfach mal komplett random die Starcoin dahin bauen. Kann ich auch machen. Kann ich auch machen. Leute, der Part kommt heute am 13. raus, ne? Wisst ihr, was heute noch kommt? Eine Nintendo Direct, ja? Da habe ich wirklich Bock drauf. Und da können tatsächlich geile Titel angekündigt werden, ne? Natürlich darf man keine hohen Erwartungen haben, ne? Sowas wie Odyssey 2 oder Splatoon 3, sowas. Darf man jetzt nicht erwarten, ne? Aber... nicht das schon wieder. Willst du mich verarschen? Das darf man natürlich nicht erwarten. Ich will durch die Lücke. Ja. Ich habe da jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet, aber... Sag mal nochmal. Also man sollte keine großen Erwartungen haben. Sollte, glaube ich, logisch sein. Cooper kommst du zurück? Hätte ich die Eisblume, wäre es auch deutlich einfacher nochmal gewesen. Aber die ist jetzt weg. Brauchen wir das Boot noch? Ich hau einfach ab. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Die Zeit ist da. Ist ein bisschen tricky. Entweder man nimmt den Cooper oder... Man muss halt schnell sein. Den Cooper oder... Oder die Eisblume. Okay, gut. Sollte aber kein Problem sein. Also heute kommt Nintendo Direct um 23 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich eine... Zusammenfassung machen werde. Ich werde das wahrscheinlich so kalkulieren, wenn es tatsächlich
geile Ankündigung geben könnte, zum Beispiel unter anderem Mario Maker 2, seid mal dahingestellt, könnte ja kommen, dann werde ich, glaube ich, den Hype abfahren. Und okay, jetzt nur noch überlegen. Wäre schön. Wäre schön, hätte ich gesagt, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, wäre schön. Das nicht. Und hat nicht. Ah, jetzt hängen wir uns da wahrscheinlich wieder 10 Minuten auf, ne? Ich weiß, wie du tickst. Ja. Also, wenn ihr eine Zusammenfassung sehen wollt, dann könnt ihr ja auch gerne reinschreiben, dass ihr eine wollt, ne? Also, ihr könnt euch gerne an dem Kommentarbereich bedienen, ne? Also, ihr seid herzlich eingeladen, da öffentliche Beiträge zu posten. Mich verarschen. Ja, bring dich um. Hat eh keinen Sinn mehr. Wenn diese scheiß Koopa einfach so wegsterben. Ja, also im Prinzip habe ich jetzt nicht so Lust, eine Zusammenfassung zu machen, weil die Direct halt auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt angelegt wurde, ne? Um 23 Uhr, also am 13. Februar um 23 Uhr soll sie dann ungefähr 35 Minuten gehen. Und das heißt, ich bin dann all... Das heißt... LOL. Das heißt, wenn man das so Auge mal. Wenn man das Auge mal Pi berechnen kann. Ich da jetzt gestorben. Ich hätte gerne noch einen Pilz. Wenn man das Auge mal Pi berechnen kann. Dann habe ich bis ungefähr 11:30 zu tun mit. Mit Direct schauen. Moment kurz. Sorry. Eine halbe Stunde damit Direct zu schauen. Dann muss ich, jetzt nehmen wir halt alles mitschreiben. Dann brauche ich ungefähr bis Mitternacht alles. Im Prinzip plus minus Mitternacht muss ich mir dann das alles schnell runter sagen. Ich werde da jetzt auch keine halbe Stunde reden oder so. Ich werde das hoffentlich in knappen 10 Minuten runter reden lassen. Aufstieg im Feuerbrunnen. Und dann das da. Oh mein Gott. Jetzt da rein. Ja. Moin. War klar. Da ist Luigi. Da kannst du aber unten auch noch weitergehen, ne? Möchte man nur gesagt haben. Nee. Warte, ich kenne Starcon, aber bin ich zu dumm, die zu sehen. Ja, sagen wir so, plus minus Mitternacht bin ich dann mit den Reden fertig und dann muss ich das alles schneiden. Ich möchte schon ein bisschen der Qualität bieten, also lade ich dann dementsprechend auch Trailer runter und möchte im Hintergrund auch einfügen, also das Unterladen dauert Zeit. Das Einfügen, das ist alles auf wirklich die gleiche. Es ist auch alles wirklich dann perfekt, Zeit auf Zeit läuft, synchron ist, was ich rede mit dem Trailer. Das dauert dann entsprechend auch noch, oder ist da was? Das ist hier nichts, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann muss ich das... Okay. Okay, ist die erste. Dann muss ich mir das... Muss ich das schneiden auch noch. Und rendern lassen.
Boah, da parallel zu labern ist echt nicht leicht. Ob ich mich verarschen? Lol. Alles klar. Lief richtig gut. Lief besser als im Original-Level. Ja, moin! Und währenddessen noch geredet. Ja, geil. Und was ich noch sagen wollte. Ja, dann muss ich das rendern und dann rendert das über Nacht, weil ich muss dann irgendwann auch schlafen gehen. Kann ich warten, bis er fertig gerendert hat. Und dann in der Früh in den Upload stecken. Und dann kann es sein, dass es dementsprechend etwas spät verzögert dann online kommt. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja. Heiß genug! Warte. Im Original-Level hieß das doch warm genug, oder? Definitiv glaube ich das. Okay, scheiße. Aber jetzt sollte sie kommen. Ja, perfekt. Und der schreibt eure Meinung rein. Was ihr denkt. Da ist Pixel Luigi. Was ihr denkt, ob ihr ihn haben wollt, könnt ihr auf jeden Fall reinschreiben. Die Starcon war gar nicht mehr so leicht, ne? Ist mir jetzt egal. Schreibt mal rein, ob ihr die sehen wollt. Und schreibt rein, welche Erwartungen ihr habt. Das ist relativ einfach, wir haben die Eisblume. Schreibt rein, welche Erwartungen ihr habt an die Nintendo Direct. Also, da könnt ihr das eine oder andere schon erwarten. Bitte nicht zu viel, ja? Auf jeden. Boah, dass es ja so gut gelaufen ist. Zum Anfang muss ich mal ein bisschen reinkommen und dann läuft's, ne? Dann läuft's. Aber jetzt auch das öfteren schon erfahren. Also gesagt, schreibt rein, bitte nicht zu viel Erwartungen, aber so ein klein bisschen kann man schon haben. Und hätte ich gesagt, jetzt sieht das Level auch noch aus. Ich möchte es am liebsten gar nicht machen, weil ich im letzten Part halt nur noch einen Boss habe. Ansonsten fangen wir halt schon mit der Sternenwelt an im nächsten Part, oder? Jetzt habe ich den Titel nicht gelesen. Ah, ne, es ist das Level. Aber diesmal ist es waagrecht. Okay. Und natürlich steigt ja auch die Lava. Bei dem waagrechten Level? Da könnte es nach rechts gehen, theoretisch. Achso. Ich wollte ihn eigentlich nach unten werfen. Aber so geht es natürlich auch. Boah, das ist richtig. Das habe ich richtig gut gemacht. Ich möchte jetzt nicht prahlen, aber. Das Power-Wonder brauche ich nicht, ich will einen Power-Up haben. Ich will einen Power-Up. Schaut schon besser aus. Ah, kann sein, dass ich jetzt die dritte Star-Coin skippe. Nee. Scheiß drauf, was das ist. So, ich muss ja neigen, ich Trottel. Mann, bist du dumm? Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist eindeutig zu spät. Das hätten wir wieder so gut machen können, ne? Aber ich bin zu dumm gewesen und hab's einfach nicht gedreht bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ich bin erstaunt, wie gut sie das hinkriegen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das so gut hier hinbekommen mit einem waagrechten Level. Also, ach, das war jetzt derbe Scheiße. Jetzt fangen die Fails wieder an, ja? Vor das Level so fast first tried, gell?
Und jetzt das hier. Stromschlag oder Magma-Bart? Hm, die Reime sind auf jeden Fall besser als in Leons Machia-Videos, also... Dann kann man auf jeden Fall nichts sagen. Okay. Halt einfach deine Fresse. So, runter, 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 runter. Was ist hier los? Bruder, muss los. Jetzt nochmal richtig reinscheißen zum Schluss, ne? Ja, kennt man von der Schule auch. Wenn man so denkt, am Ende, ja, eh schon durch, ne? Und dann scheißt man so richtig rein nochmal, ne? Wer kennt's nicht? Ich lasse mich nicht treffen. Willst du mich verarschen? Fällst du runter? Ja. Guter Mann. Guter Mann. Immerhin das hat er hinbekommen. Bombardier mich weg, aber so schnell wie möglich die Lava kommt. Mann, willst du mich verarschen? Nicht schon wieder. Diese Kackbob-Oms und da rechts ist der Pix-Luigi gewesen. Diese Kackbob-Oms. Das ist doch nicht lustig. Jetzt nochmal zum Schluss einen richtigen Absacken, ne? Ja, ja, ja. Kein Bock auf dich, Boba. So, du kommst runter, dich brauche ich. Du springst dich selber um, das finde ich gut. Nicht sowas. Ach, so weiter hoch geht er nicht, klar. Seil zu kurz, ja. Achso, ja. Verständlich. An das Level kann ich mich auch gar nicht weiter. Gut, ich kann mich an die meisten Level hier in den letzten Welten nicht erinnern. Aber das hier scheint ja ziemlich fremd. Wieso stoppst du? Wie gesagt, unten ist der Pix-Luigi. Das One-Up brauche ich nicht. Das habe ich nicht nötig. Jawohl. Okay, gut. Dann war das im Prinzip ja auch noch ein relativ guter Part, hätte ich gesagt, oder? Dann gehen wir im nächsten Part, nehmen wir schon den Final Boss an. Da haben wir ja genug Zeit, den zu machen, ne? Weil ich glaube, dass der nicht so schwer sein wird, ne? Aber man weiß ja nie. Und eventuell gehen wir im nächsten Part dann auch schon die Sternwelt an, ne? Also, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, ja? Also... Wir sehen uns dann. Bis dahin und ciao.